Am 9. Januar 1847 befanden wir uns auf der Höhe des Stromes Rio Grande. Blitze über Blitze durchkreuzten den Horizont der Rheinseiten. Die aufgeregte See erschien im hellsten Feuerglanze. Das majestätische Rollen des Donners machte die Stimme des Kapitäns verstummen und die weiß schäumenden Wogen stürzten mit so mächtiger Gewalt über das Deck, als wollten sie alles mit sich in die Tiefe reißen. Eine stille Heiterkeit bemächtigt sich meines Gemüts. Ich ließ mich nicht selten in der Nähe des Steuerkastens festbinden, die fürchterlichen Wogen über mich ergehen, um dieses Schauspiel recht in mich aufzunehmen, und empfand keine Furcht, sondern Vertrauen und Ergebung.